Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Tavern Master. So, direkt im Anschluss an der vorherigen Folge mache ich weiter. Wir beginnen den nächsten Tag. Mal schauen, wie das funktioniert. So, wir können hier übrigens noch ein bisschen was einsammeln. Vergessen. So, wir sind bei 233 Gästen am Tag. Übrigens haben wir die Getränke abartig hochgezogen. Med kostet jetzt zum Beispiel schon 10. Wir lassen es, glaube ich, auch mal so. Ich weiß gar nicht, ob wir 233 Gäste am Tag unterbringen können. Wahrscheinlich nicht. So, lass uns mal gerade gucken. 44 goldene Gäste müssen wir noch bedienen. Wir haben sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass goldene Gäste kommen. Und zwar 4% Chance. Ich habe Brot übrigens mal rausgenommen aus der Speisekarte. Damit die anderen Sachen hoffentlich besser verkauft werden und schneller leveln. So habe ich mir das gedacht. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß es nämlich nicht. So sollte das ja eigentlich hinhauen, ne? Ich weiß, es könnten jetzt zwei Köche am Grill arbeiten und so, aber wir haben unsere Köche noch immer spezialisiert. Und so lassen wir es dann auch erstmal. Ich weiß natürlich nicht, größere Theke. Aber vielleicht können da mehr Köche arbeiten, das weiß ich nicht. So, der kann nicht allzu viel machen, der schenkt nur Wasser aus. Da habe ich nicht dran gedacht. Guck mal, da ist eine Laterne da nicht, das sieht doch doof aus. Sieht allgemein sehr dunkel aus hier drin, oder? Dabei habe ich überall die Kerzenleuchter. Bodenleuchter. Wir haben übrigens hier das, Suppchen nehmen wir nämlich auch das teure Öl. Damit sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Feuer ausbricht. Das war zu Anfang, als wir nur so ein paar Lichter haben, dann nur noch bei 0,3% pro Woche oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt haben wir natürlich mehr Leuchten, also mehr Lichter, mehr Kerzen. Da ist die Wahrscheinlichkeit dann logischerweise höher, dass ein Feuer ausbricht. So, guck mal, da hinten haben wir nämlich schon goldene. Du siehst anders aus. Die Goldenen sind hauptsächlich diese Ritter, ne? Da kann man ja schon fast gar nicht adelig sagen, sondern Staatsbedienstete. Oh! Ein Merlin! Können wir den auch noch eben in der Ego-Perspektive sehen? Merlin! Guck mich an! Merlin! Merlin? Nicht weglaufen, Merlin! Merlin, bleib hier! Soll ich schneller laufen? Mist, vorbei. Oh, minus 13.876. Das hat sich ja gelohnt. Also, letzte Folge, als wir alles neu gebaut haben. Na, hier steht es auch. Ein königlicher Gast. Ein Merlin war dabei. 98,5% ausgelastet. Das heißt, wir hätten noch Platz. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Das ist ja mal richtig ärgerlich. So, normale Ansicht. Aufwerten. Achso, da werden jetzt nur mehr Gerichte abgestellt, ne? Mehr Köche können wir dadurch nicht einstellen. Ah, Level up. Wird nicht durch Reinigung beeinflusst, das ist schön. Das heißt, du wirst vor allen Dingen schnell. So. Mehr Kunden. Oh, das ist eigentlich alles relativ unwichtig. So. Anheuern, Kellnerin, 20 langsamer, mehr Kunden, oh, Trinkgeld fürs Servieren von Essen. Ah, Mist, kein Platz mehr. Okay, macht nichts. Konnten wir noch was aufwerten? Ich glaube nicht, ne? Achso, ich wollte gucken, Köche. Köche können wir jetzt auch nicht weiter anheuern, ne? Nein. Nein, nein, nein. Nur maximal 3 Stück. Gut, dann können wir hier... Moment, bevor ich jetzt was Neues kaufe, sollte ich erstmal alle Fässer auffüllen. 240. Hier müssen wir auffüllen. Und... Hier müssen wir auffüllen. Lass uns mal kurz Bilanz gucken, wie viele Plätze habe ich. 66. Ich habe nämlich gemerkt, bei den Veranstaltungen sind die Anforderungen auch gestiegen. Jetzt beim Arbeitsjubiläum würden 100 Gäste kommen, hier sogar 130. Das heißt, ich könnte nur eine Weinverkostung machen.
Dafür sind die Belohnungen natürlich auch gestiegen. So, jetzt können wir hier nach und nach einkaufen. Ihr fahrt's nachfüllen. So, und schon haben wir kein Geld mehr. Hat sich ja richtig gelohnt. Dann würde ich nämlich sagen, komm, den zweiten Tag schieben wir auch gleich hinterher. So, Vollgas bitte. Müssen wir mal beobachten. Ja gut, das sind die ganzen Abenteurer. Hier kommen auch ein paar Gäste hin. Aber er arbeitet auch, so ist es nicht. Das ist schon mal gut. Ah, und die bedienen auch beide Seiten. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hier können wir wahrscheinlich keine zweite Tischreihe hinmachen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ist halt so. Pflanze mitten in den Raum gestellt, das ist ja unmöglich. Ja, hier können wir sie nicht mehr hinstellen. Weil sonst ist die Tür blockiert, das wäre auch doof. Vielleicht können wir sie hier irgendwo später hinstellen, mal gucken. Die Zweiertische sind natürlich lustig. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keinen Zweiertisch mit Tischdecke gibt. Nicht so eine verbesserte Version. So, hier ist auch wieder ein goldener Gast. Und die brauchen wir ja für unsere Forschung. Noch 41 Stück müssen wir davon bedienen. Das kann jetzt natürlich eine Weile dauern. So, das ist nur Veranstaltungsfenster, das ist nicht so schlimm. Aber mit den Suppen finde ich toll. Der Suppenkoch geht quasi hin, setzt nur einmal Suppe auf und dann hat er für, ich glaube jetzt bei den Großen waren es 6, ne? Oh, bei den Kleinen, hier ist noch ein 5er. Und dann muss er einfach nur hingehen mit dem Teller, Suppe schöpfen und kann das gleich hier abliefern. Das heißt, das dauert nicht so lange. So, Zutatenkisten 2 ist nicht verkehrt. Ah, das Problem war nämlich, wir hatten zum einen zu wenig Platz für Zutaten. Das hat sich jetzt natürlich erledigt. Da hätten wir auch einfach eine große kaufen können. Da hätten wir gar nicht 2 gebraucht. Aber die haben sich quasi gegenseitig ausgebremst, weil ständig war hier die Kiste belegt. Und dann ist der zweite Koch nicht mehr dran gekommen und der dritte schon gar nicht. Und so haben wir ein bisschen mehr Spielraum. So sollte es, denke ich mal, besser funktionieren. Hoffe ich zumindest. So. Ah, guck mal, da sind noch 2 goldene Gäste. Sehr schön, da ist auch ein goldener, da auch. Dann geht das nämlich alles voran hier mit der Forschung. So, das können wir mal alles einsammeln. Aber wir schicken keine neuen Abenteurer los. Weil wegen ist so. Nein, weil wegen Geld. Wir brauchen die Kohle. Ich finde natürlich, wir könnten die Bilder versetzen. Und zwar machen wir die hinter der Bühne, oder? Das machen wir gerade. Oh, was haben wir hier? Levelaufstieg. Sehr schön. Das Bild machen wir dahin. Das Bild. Ah, das geht da nicht hin, da ist ein Fenster. Ach Mist. Dann machen wir das Bild bei den Abenteurern hin. So, die sitzen ja immer ein bisschen abseits da. So, dann... Was ist das denn? Ach, die kann man... Cool. Mal spiegeln. Das hat was. Das heißt, wir hätten das auch da hinsetzen können. Die Wand hätten gar nicht hier gemusst. Ich glaube, das kommt man früher auch nicht. So, erstmal auffüllen. Das ist natürlich nervig, dass man das alles noch manuell machen muss, aber so ist das halt. So, dann können wir hier nämlich Limonadenfass auffüllen. Ein Fass auffüllen. So, fehlt noch Ale und Milchapfelmet. Milchapfelmet? Das hört sich verboten an, habe ich noch nie probiert. Sollte man vielleicht mal ausprobieren. Ach Mist, den Kochtopf hier. Den wollen wir auch noch aufwerten. Ah, der kostet 500, Mist. Jo, würde ich sagen, den Tag machen wir noch zusammen, oder? Oh, der Barkeeper ist unglücklich. Hier, mehr Kohle. Werd glücklich. Lächel. Sehr schön. Ja, Abenteurer, wie gesagt, lassen wir. Wir sind jetzt bei minus 1000, weil die Gehälter abgezogen wurden. Ich glaube, die bessere Theke hätte gar nicht sein müssen, oder? Es kommt sowieso nie hin, dass die da mehrere Gerichte gleichzeitig stehen haben. Also mal 3, okay, von meinen Wegen, aber 6 eigentlich nie. Dafür sind die Köche zu langsam. Oder wir haben zu wenig. Wenn ja nicht noch ein Theke hinstellen, ne? 1 von 1. Mehr geht nicht. Achso, Regale müssen wir noch aufwerten, ne? Was ist das hier? Gewürzregal? Nee. Dicke? Nee, doch nicht. Die können wir nicht aufwerten. Was haben wir hier? Ach, das ist noch gesperrt.
Erscheint noch mal eine größere Theke, eine noch größere Truhe, noch größere Grillen, noch größerer Kochtopf. Gewürzregal und Kellerregal scheint gleich zu bleiben. Oder Geschirrregal. Ey, Bedienung, kümmert euch hier um die To-Go-Gäste. Was soll das denn? Ja, geht doch. Hier sind rote Gäste bei und die lassen die einfach stehen. Was soll denn das? Haben die nicht so eine hohe Priorität, oder? So, ein bisschen Geld. Kann ja nicht schaden. Ich habe hier übrigens nur 5%. Komm, ich mache das mal auf 0% Rabatt. Weil die kommen mit den To-Go-Questen sowieso irgendwie nicht klar. Aber es war ja leider zu erwarten. Irgendwie. Weil... Wegen ist so. Nein, weil in der letzten Staffel, da gab es den To-Go-Tresen ja noch gar nicht. Und die Bedienungen sind trotzdem schon kaum hinterhergekommen hier. In den Gastraum. Oh, wieder Merlin. Merlin! So, jetzt kann ich dich aber mal genauer angucken. Blub, blub, blub. C und A. C und A. Merlin, hast du bei C und A eingekauft? Merlin! Guck mich doch mal an, Merlin. Jo, Merlin säuft. Met? Limonade? Hoffentlich Limonade. Ich weiß nicht, was der anstellt, wenn er betrunken ist. Hey, lauf nicht weg! Merlin! Na, zu spät. Wir sind zu langsam. Na gut. Normale Ansicht. Jo! 2700 schon wieder. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall aufwerten. Und können da, glaube ich, auch schon mal... Wein haben wir. Wären das nächste. Elfas, genau. Und dann alles auffüllen und dann müssen wir erst wieder warten. Ich hoffe, dass das Fasslager passt da rein. Das wäre gut. So, wir müssen hier wieder schneller machen. So, 22 Uhr. 3 Stunden noch. Aber wirklich Geld wird wahrscheinlich nicht mehr verdient. Hier To-Go-Stand, da stapeln sich wieder die Gäste. Warum geht ihr nicht zu den To-Go-Gästen? Ach, du hast kein To-Go, ne? Oder niedrige Priorität. Na gut, jetzt sowieso vorbei, jetzt bedienen sie eh keinen mehr. So, 2800 plus. So, dann lass uns das doch in dieser Folge noch zusammen machen. Suppenfass aufwerten. Suppenfass, das hört sich falsch an. Hier müssen wir einmal auffüllen. So. Hier müssen wir auffüllen. Und eine Laterne. Hier müssen wir auffüllen. Und hier oben. Auffüllen und Elfers. Und auffüllen. Ah, und für Milchapfelweinmet. Milchapfelmet. Reicht leider nicht mehr. Und dann bin ich am Überlegen, wie machen wir das? Machen wir hier die guten Tische. Dann können wir die rüberstellen. Und dann bauen wir weiter mit guten Tischen auf. Oder machen wir... Machen wir erstmal Hauptsache Sitzplätze. Ich glaube, wir machen hier dann erstmal die guten Tische. Die stellen wir rüber. Und hier ballern wir erstmal voll, dass wir überhaupt Sitzplätze haben. Ich glaube, das ist das Sinnvollste. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube tatsächlich, dass es das Sinnvollste ist. Erstmal bedanke ich mich jetzt fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.